Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich über die Oral-B-I-O sprechen. Das wird heute kein Technikvideo, auch wenn sehr viel Technik in der Zahnbürste steckt, sondern ich möchte die Zahnbürste einmal aus meiner zahnärztlichen Sicht betrachten. Und ich habe die Zahnbürste ja schon seit mehr als 10 Monaten jetzt und ja, ich werde euch gleich auf jeden Fall auch erzählen, warum ich so lange für dieses Video gebraucht habe. Aber das erfahrt ihr nach dem Intro. Also bleibt dran. Ja, ich habe diese Zahnbürste, wie schon gesagt, jetzt seit über 10 Monaten. Also Anfang November 2020 habe ich sie gekauft. Und seitdem kamen so viele Anfragen von euch, dass ich da ein Video drüber machen soll. Und jetzt ist es 10 Monate später und jetzt stehe ich hier und mache endlich dieses Video. Und ich kann euch sagen, mit jeder Frage von euch wurde mein schlechtes Gewissen größer, dass ich immer noch kein Video darüber gemacht habe. Aber ich möchte euch einmal erklären, wie es dazu gekommen ist. Und bevor ich euch die Antwort sage, habe ich ein kleines Quiz für euch. Was denkt ihr denn, warum ich so lange gebraucht habe? Es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Antwort A: Ich fand diese Zahnbürste so gut, dass ich niemandem was davon erzählen wollte. Das war mein Geheimnis und ich wollte es für mich behalten, weil sie einfach so gut ist und ja, das konnte ich wirklich mit niemandem teilen. Das war mein Top Secret. Antwort B: Sämtliche Firmen, die Schallzahnbürsten produzieren, haben mir jeweils 1 Million Euro dafür gegeben, dass ich kein Video über die I.O. mache. Und Antwort C: A und B zusammen. Ich wollte sowieso niemandem was davon verraten und ich wurde noch dafür bezahlt, kein Video darüber zu machen. Was denkt ihr? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Was ist der Grund? A, B oder C? Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Also die richtige Antwort war natürlich C. Ich fand sie so gut, dass ich niemandem was davon erzählen wollte. Und ich habe sämtliche Millionen von Euro dafür bekommen, mein Geheimnis für mich zu behalten. Aber der Vertrag ging nur über ein Jahr und jetzt nach 11 Monaten habe ich mich dazu entschlossen, doch ein Video darüber zu machen und euch das Geheimnis zu verraten. Und jetzt muss ich leider das ganze Geld zurückzahlen. Nee, also mal Spaß beiseite. Es hat wirklich einen Grund, warum das Video so lange gedauert hat, aber es ist natürlich keiner von den genannten Gründen. Ihr könnt davon ausgehen, wenn ich mir eine Zahnbürste kaufe und ich die gut finde, dann werde ich euch sofort darüber in Kenntnis setzen. Also, wenn ich 10 Monate brauche für so ein Video, könnt ihr eigentlich schon davon ausgehen, dass sie mich nicht besonders überzeugt hat. Die andere Sache ist, ich habe mir die Zahnbürste selber gekauft und dieses Video ist nicht gesponsert. Ich sage hier meine ehrliche Meinung, niemand bezahlt mich, ich habe sie mir gekauft, das nur einmal vorweg. Es ist aber tatsächlich so, dass ich sie schon seit November habe. Und als ich sie mir gekauft habe, habe ich mich wirklich drauf gefreut. Ich war ganz gespannt, wann sie endlich ankommt und ich war gespannt, sie auszupacken und endlich das erste Mal auszuprobieren. Diese Zahnbürste wurde ja sehr gehypt und als neue Technologie, die sie auch hat, ja, vermarktet und ich war wirklich gespannt darauf. Ich muss vorweg sagen, ich bin generell kein Fan von rotierend oszillierenden Zahnbürsten. Darum habe ich in den 4 Jahren, die ich jetzt YouTube mache, auch noch kein Video über eine rotierend oszillierende Zahnbürste gemacht. Also ich bin wirklich überzeugt von Schallzahnbürsten. Und als ich mir die gekauft habe, weil sie eben so eine neue Technologie hat und auch sanfter sein sollte und so, war ich wirklich gehypt und habe mich wirklich drauf gefreut. Und dann habe ich sie zum ersten Mal ausprobiert und meine Freude ist ehrlich gesagt verpufft. Also ich war ja sehr enttäuscht darüber. Als ich sie zum ersten Mal ausprobiert habe, tat mein Zahnfleisch weh und war auch hinterher noch eine ganze Weile gereizt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich weiß, wie man damit zu putzen hat, dass ich nicht aufgedrückt habe. Ich habe sofort den sanften Bürstenkopf verwendet und es war im Zahnfleisch einfach für mich sehr unangenehm. Also meine Freude über diese Zahnbürste war damit erstmal wirklich verpufft und ich habe sie auch erstmal liegen gelassen und hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Lust mehr, sie nochmal auszuprobieren. Es war aber so, dass ich mir
wirklich ein unvoreingenommenes Urteil darüber bilden wollte. Unabhängig davon, was ich generell von diesen Zahnbürsten halte, wollte ich euch ein neutrales, möglichst objektives und vor allem unvoreingenommenes Video liefern. Deswegen habe ich nicht sofort ein Video gemacht, sondern ich habe diese Zahnbürste in diesen 10 Monaten immer und immer und immer wieder ausprobiert. Jedes Mal für mich für nicht gut befunden, war ehrlich gesagt genervt, mein Zahnfleisch war gereizt, ich habe es wieder liegen lassen und ein paar Wochen später einen neuen Versuch gestartet. Also ich habe dieser Zahnbürste bestimmt 34 Chancen gegeben. Und das alles wirklich, weil ich dachte, okay, ich möchte unvoreingenommen sein, vielleicht ändert sich meine Meinung, vielleicht muss ich mich dran gewöhnen, keine Ahnung. Ich wollte jedenfalls wirklich dieser Zahnbürste eine Chance geben. Und es ist ja nun mal so, wenn ich eine Zahnbürste teste, vergleiche ich natürlich schon mit den Zahnbürsten, die es sonst auf dem Markt gibt. Und ich möchte für mich immer die bestmöglichste Zahnbürste haben, und zwar aus zahnärztlicher Sicht. Ich möchte eine Zahnbürste, die gründlich reinigt und dabei sanft ist, dass man sich damit ja keinen Schaden zufügt. Das sind für mich die Grundkriterien, wonach ich eine Zahnbürste beurteile. Nicht nach der Technik oder was auch immer, weil das hilft zu einem gewissen Teil, aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Für mich ist wirklich immer wichtig, dass sie gründlich und sanft putzt. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich diese Zahnbürste immer mit einer Schallzahnbürste vergleiche und an einer Zahnbürste messe, die ich aktuell am besten finde. Ich habe sie aber auch immer so im Kopf mit einer Genius verglichen, weil das ist ja mäßig der Vorgänger oder eine Weiterentwicklung der Genius. Und ich denke mir, dass viele von euch auch die Fragen haben, ist sie denn besser als eine Genius, also eine andere rotierend oszillierende Zahnbürste? Und auf diese beiden Dinge möchte ich in diesem Video eingehen. Und jetzt, wo ihr das alles wisst und diese Geschichte von mir erfahren habt, versteht ihr vielleicht auch, warum ich so lange für dieses Video gebraucht habe. Ja, weil ich, wie gesagt, immer wieder dem eine Chance gegeben habe. Und je mehr Zeit verging, umso genervter war ich, ehrlich gesagt, weil ich immer wusste, ich muss da noch ein Video drüber machen. Muss in Anführungszeichen, ich möchte es natürlich, aber ich denke, es waren einfach so viele Fragen, schon mäßig, ich musste ein Video darüber machen. Versteht bitte, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, also mir bringen meine Videos immer Spaß und das ist, glaube ich, das erste Video, was mir so ein bisschen wie ein Klotz am Bein hängt, wo ich immer nur dachte, oh Gott, ich muss es noch machen. Und mit jeder Frage von euch wurde mein schlechtes Gewissen größer, dass ich es immer noch nicht, ja, veröffentlicht hatte. Und ja, jetzt ist es aber endlich soweit und ich mache 3 Kreuze, wenn es veröffentlicht ist und das Thema erstmal abgehakt ist. So, und jetzt geht es auch wirklich los. Jetzt geht es um die Zahnbürste. Und ich werde die Zahnbürste ja nach gewissen Kriterien einmal von mehreren Seiten beleuchten. Ich fange einmal mit den Bürstenköpfen an. Für mich sind bei jeder elektrischen Zahnbürste oder auch bei jeder Handzahnbürste nämlich immer die Bürstenköpfe am wichtigsten. Ich gucke, wie hart oder weich sind die Borsten, wie sind sie angeordnet, wie ist der Bürstenkopf an sich, wie groß ist er, wie gut kann man mit diesem Bürstenkopf putzen und wie sanft ist er. Und bei dieser Zahnbürste gibt es einmal den Sensitivbürstenkopf und noch einen härteren Bürstenkopf. Ich muss gestehen, ich habe den härteren Bürstenkopf überhaupt gar nicht ausprobiert, weil mir der Sensitivbürstenkopf schon zu hart war. Deswegen lege ich den mal wieder zur Seite, aber den gibt es sonst auch. Das, was mir als erstes bei diesem Bürstenkopf aufgefallen ist, ist, dass er sehr, sehr tief ist, hoch ist, wie sagt man, breit ist. Also von den Borsten bis hier hinten ist ein sehr breiter Abstand. Und diese Tatsache stört mich beim Zähneputzen. Sowohl wenn ich die Kauflächen putze, als auch wenn ich außen putze, wo die Wange ja eh oft im Weg ist im hinteren Bereich, und auch wenn ich innen putze, wo die Zunge im Weg ist, dann ist das einfach zu dick. Also mich persönlich stört das enorm. Es ist, wenn ich das vergleiche, wenn ich das mit dem Bürstenkopf der Hydrosonic Pro vergleiche, das ist ja eine Schallzahnbürste, dann ist das fast doppelt so breit. Also es fehlt nicht viel, dann ist es doppelt so breit. Und wenn man so von vorne drauf guckt, dann ist dieser Bürstenkopf auch etwas größer als der tropfenförmige von der Hydrosonic Pro, aber nicht viel. Also das ist noch okay, würde ich sagen. Nur was wirklich für mich sehr störend war,
diese Tiefe des Bürstenkopfes. Damit kann man einfach oder kann ich einfach nicht gut putzen. Ich finde, der müsste kleiner sein. Auch dieser Stiel, nenne ich das jetzt mal, von dem Bürstenkopf ist relativ breit, wenn ich den vergleiche mit der Hydrosonic Pro, der wirklich super schmal ist. Und dadurch, dass der insgesamt sehr dickes, sehr wuchtig ist, ist die Handhabung einfach schwieriger. Man kommt schwieriger, finde ich, überall damit an, vor allem an den hinteren Stellen. Besonders an den Stellen, wo man sowieso schon schwierig ankommt, ist es hiermit einfach schwieriger als mit so einem kleinen filigranen Bürstenkopf. Die nächste Sache ist, dass dieser Bürstenkopf sehr gerade verläuft. Das ist ja bei vielen Bürstenköpfen der Fall. Ich vergleiche es jetzt trotzdem nochmal mit der Hydrosonic Pro von Curaprox, weil die haben das wirklich geschickt gelöst. Dieser Bürstenkopf ist ein bisschen abgewinkelt und man merkt wirklich einen Unterschied. Man kommt durch diesen, wenn auch kleinen Winkel, wirklich besser überall an. Es hilft, auch wenn es nur ein kleiner Winkel ist, hilft es hinten und an schwierigen Stellen besser anzukommen. Das habe ich jetzt nicht vorausgesetzt von dieser Zahnbürste, weil das eben alle oder sehr, sehr viele andere Hersteller auch nicht haben. Aber wenn ich es mit einer sehr guten Zahnbürste vergleiche, dann fehlt das hier. Außerdem hat mich bei der I.O. dieses Loch gestört. Hier vorne ist ein Loch und hinten sind noch zwei Löcher. Und da fließt halt immer die Zahnpaste rein, der Speichel rein. Und wenn man mit dieser Zahnbürste putzt und das bei geschlossenem Mund, dann zieht man hier immer die Luft durch. Also, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Hier kommt immer Luft durchgezogen. Da entsteht nie ein Vakuum oder sowas im Mund. Und das fand ich sehr, sehr merkwürdig. Das wäre für mich jetzt kein Ausschlusskriterium, aber es war einfach störend. Dann komme ich jetzt auf das Handstück zu sprechen. Das Handstück ist etwas schwerer, ist aber okay. Das Display in der Mitte, das ist ja sehr prominent. Das finde ich wirklich genial. Also es ist ein riesiger Pluspunkt an diese Zahnbürste. Das Display ist wirklich gut. Normalerweise, wenn die steht und man nimmt sie in die Hand, dann leuchtet hier auch das Display auf, sagt morgens guten Morgen oder Hallo oder guten Abend. Und man sieht hier eben auch einen Timer. Also die Zeit zählt hoch. Du siehst, wie lange du schon am Putzen bist. Und es gibt einen extra Knopf, um die Stufen einzuschalten. Also hier oben macht man an und aus und am unteren Knopf kann man die Stufe auswählen. Und das finde ich wirklich gut an dieser Zahnbürste. Wenn man dann zu Ende geputzt hat und die Zahnbürste ausmacht, dann leuchtet auch immer so ein Smiley. Entweder ein trauriger Smiley, wenn man zu kurz geputzt hat, oder ein lächelnder Smiley, wenn man ausreichend lange geputzt hat. Das finde ich so als nettes Goodie auch ganz gut. Also es gibt ein bisschen Motivation. Was ich dazu aber sagen muss, ist, sobald man länger als 2 Minuten geputzt hat und dann ausmacht, um zum Beispiel gerade mal auszuspucken, weil man sehr viel Zahnpasta im Mund hat, und wieder anmacht, dann beginnt eine neue Session. Dann zählt er nicht wieder weiter hoch, wenn man 4 Minuten putzt, sondern er beginnt eine neue Session. Und ich putze immer länger als 2 Minuten, also mindestens 4 Minuten, aber möchte zwischendurch immer mal ausspucken. Und das funktioniert mit der Zahnbürste halt nicht. Wenn man weniger als 2 Minuten geputzt hat und dann ausmacht, um auszuspucken und wieder anmacht, dann zählt der Timer weiter. Aber ab 2 Minuten denkt er, die Session ist jetzt beendet. Und das, obwohl ich in der App, auf die App komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, in der App kann ich einstellen, was meine Putzdauer sein soll. Ich kann einstellen 2 Minuten oder 3 Minuten oder 4 Minuten. Ich kann das halt individuell wählen. Ich glaube, das Maximum ist 4 Minuten 50. Aber selbst wenn ich das einstelle und nach 2 Minuten 10 zum Beispiel die Zahnbürste ausmache, um auszuspucken, dann zählt der Timer trotzdem nicht weiter. Der denkt dann immer, die Session ist beendet. Und das ist für mich halt, ja, ein Minuspunkt, weil wenn er schon so einen coolen Timer hat, dann möchte ich ihn doch auch richtig nutzen können. Und außerdem sind die Ergebnisse in der App, man sieht in der App immer die ganzen Putz-Sessions, die sind dann ja gar nicht verwertbar, weil er die aufsplittet. Wenn ich zum Beispiel 6 Minuten putze und in der Zeit dreimal ausgemacht habe, macht er daraus drei einzelne Putz-Sessions. Also kann man die Auswertung dieser App in der Hinsicht nicht nutzen. Es sei denn, man putzt 6 Minuten lang durch, ohne sie auszumachen. Das geht natürlich auch, aber wenn du sie aus dem Mund nimmst und sie nicht ausschaltest, spritzt das halt in alle Richtungen und gegen den Spiegel. Deswegen, eigentlich müsste man sie ja kurz ausmachen, ausspucken und weiter putzen. Und das ist halt
nicht so gut gelöst bei dieser Zahnbürste. Es hätte besser sein können, weil sie hat ja schon so ein gutes Feature mit diesem Timer, aber nicht ganz optimal umgesetzt. Dann als nächstes möchte ich noch einmal kurz was zu der Form sagen. Ich habe ja bei der Hydrosonic Pro schon gesagt, dass die so einen Sechskant hat, also mehrere Kanten und hier zwei Rundungen. Und die erleichtern es einem, die Zahnbürste im richtigen Winkel, nämlich im 45-Grad-Winkel anzuhalten. Und bei so einer Form, die einfach nur rund ist, ist das nicht so intuitiv. Also man merkt wirklich den Unterschied und man merkt, dass diese Kanten und Rundungen was bringen und dass es wirklich einem erleichtert, im richtigen Winkel zu putzen. Das ist für mich auch kein Kriterium, weswegen ich gesagt hätte, die Zahnbürste finde ich jetzt nicht gut, weil diesen Winkel hat nun mal nur die Curaprox Zahnbürste. Das kann ich nicht von allen Firmen erwarten, tue ich auch nicht. Nur wenn ich es vergleiche mit einer, die es hat, ja, dann ist das einfach nicht so gut. Die nächste Besonderheit bei dieser Zahnbürste soll ja die Andruckkontrolle sein. Das haben sie ja im Vergleich zur Genius erweitert, nämlich zeigt sie jetzt nicht nur rot an, wenn man zu doll aufdrückt, sondern sie zeigt auch grün an, wenn man mit dem richtigen Druck aufdrückt. Also erst leuchtet sie gar nicht, dann, wenn man den richtigen Druck verwendet, grün und wenn man zu doll drückt, rot. Von meinem Empfinden her ist, wenn sie grün leuchtet, bereits zu viel Druck. Also, wenn ich diese Zahnbürste verwenden würde, würde ich sie nur so benutzen, dass es gar nicht leuchtet, also im unteren Bereich, sie wirklich nur auflegen. Ich habe auch mal ausgemessen an einer Waage, wie viel Druck das jeweils wäre im grünen Bereich, im roten Bereich. Ich habe es verglichen mit einer Schallzahnbürste. Ich blende das gleich einmal ein. Und dann werdet ihr sehen, dass, wenn sie grün leuchtet, das schon wirklich viel Druck ist. Wenn ich diesen Druck auf mein Zahnfleisch gebe, dann ist es, wie ich finde, einfach zu viel. Also wenn man sich als Laie danach richtet und im grünen Bereich putzt, kann es sein, dass sich das Zahnfleisch zurückzieht. Das kann ich nicht ausschließen. Es ist immer ein bisschen individuell, weil es selbstverständlich nicht jeder Mensch gleich ist und auch das Zahnfleisch ist bei jedem etwas unterschiedlich. So wie die Haut bei jedem unterschiedlich ist, bei einem empfindlicher und beim anderen nicht, ist es beim Zahnfleisch auch so. Manche haben sehr robustes, dickes Zahnfleisch. Andere haben dünneres, feineres, filigraneres Zahnfleisch. Das ist einfach genetisch bedingt. Das hat nichts damit zu tun, ob das Zahnfleisch gesund ist oder nicht. Das ist einfach genetisch bedingt. Und ich kann euch sagen, man kann mit dieser Zahnbürste putzen und das Zahnfleisch bleibt in Ordnung. Es zieht sich nicht zurück. Ich kann es aber nicht garantieren. Und die Gefahr schätze ich bei dieser Zahnbürste immer noch als sehr hoch ein, zu hoch für meinen Geschmack. Und ich frage mich natürlich, woher wollt ihr wissen, dass ihr jetzt jemand seid, bei dem es nicht schadet, bei dem sich das Zahnfleisch nicht zurückzieht? Wenn ihr sie seit 10 Jahren problemlos benutzt, ja, dann kann man sie weiter benutzen. Wenn ihr wisst, ich putze immer mit harten Borsten, ich drücke auf, es ist noch nichts passiert, mein Zahnfleisch hat sich noch nicht zurückgezogen, dann seid ihr der Glückliche, der die benutzen kann, ohne Probleme. Wenn
Wenn es nicht der Fall ist, würde ich doch kein Risiko in Kauf nehmen. Denn wenn sich das Zahnfleisch zurückgezogen hat, dann kommt es nicht wieder. Das heißt, ich persönlich würde immer vorziehen, so sanft wie möglich zu putzen, um ja kein Risiko in Kauf zu nehmen. Ich will damit, wie gesagt, nicht sagen, wenn ihr die Zahnbürste benutzt, wird sich definitiv euer Zahnfleisch zurückziehen. Nein, weil das von vielen Faktoren abhängt. Aber ich sage nur, ich schätze das Risiko immer noch als sehr hoch ein und ich würde dieses Risiko nicht eingehen. Also einmal eine kleine Randnotiz. Ich schweife jetzt einmal ein bisschen ab. Die allerersten elektrischen Zahnbürsten, die ganz früher auf den Markt kamen, die haben sich im Kreis gedreht. Immer im Kreis. Und dann hat man festgestellt, dass sich durch diese Art der Bewegung das Zahnfleisch zurückzieht. Das weiß man auch heute noch, denn bei der professionellen Zahnreinigung ist im Prinzip, es ist das gleiche Prinzip. Auch da, wenn man poliert bei der professionellen Zahnreinigung, hat man ja einen Polierkelch oder eine Polierbürste. Und die dreht sich einfach nur im Kreis. Mit diesem weichen Gummikelch kann man das Zahnfleisch berühren, da passiert nichts. Mit der Bürste, mit diesen Borsten, darf man das Zahnfleisch nicht berühren, weil es sich sonst zurückziehen kann. Es ist zu aggressiv für das Zahnfleisch. Dann hat man sich also, als man gemerkt hat, okay, diese kreisenden Bewegungen sind nicht gut für das Zahnfleisch, etwas anderes überlegt, nämlich die rotierend oszillierenden Zahnbürsten. Das sind die, die so eine Bewegung machen. Also immer ein bisschen kreisförmig in die eine Richtung und kreisförmig wieder zurück. Und das soll jetzt besser sein. Meiner Erfahrung nach, ich sehe an meinen Patienten, dass ich mit dieser Art der Bewegung die Patienten häufiger das Zahnfleisch wegputzen. Und wie gesagt, es muss nicht sein. Ihr könnt auch, wenn ihr keinen Druck verwendet, einen weichen Bürstenkopf, wenn ihr damit richtig umgeht, wenn ihr dickes Zahnfleisch habt, das spielt dann natürlich alles eine Rolle, kann es wunderbar funktionieren. Aber das Risiko ist höher und meiner Erfahrung nach passiert es mit den rotierend oszillierenden deutlich häufiger als mit Schallzahnbürsten. Bei Schallzahnbürsten, die schwingen ja, das ist also eine andere Art der Bewegung. Und bei dieser Bewegung bleiben die Borsten weich. Und bei der rotierend oszillierenden ist es so, die Bürstenköpfe sind an sich schon mal etwas härter, die es im Moment auf dem Markt gibt. Selbst die weichen sind härter als die weichen einer Schallzahnbürste. Wenn ich eine rotierend oszillierende Zahnbürste anschalte und diese Bewegung macht, versteifen sich die Borsten und werden noch härter. Bei einer Schallzahnbürste, die hin und her schwingt, bleiben die Borsten weich. Es ist eine weiche, sanfte Schwingung. Wenn ich mit einer Schallzahnbürste zu doll aufdrücke, was passiert? Die Schwingung wird gebremst, die Borsten können nicht mehr frei schwingen und die Bewegung wird einfach automatisch gebremst. Deswegen finde ich, bei einer Schallzahnbürste ist es auch nicht so wichtig, dass sie eine Andruckkontrolle hat, weil die Bewegung automatisch abgebremst wird. Bei einer rotierend oszillierenden bleibt die Bewegung bestehen. Also die zieht ihren Stiefel durch, auch wenn man stärker aufdrückt, bleibt diese Bewegung. Und das alles zusammen ist einfach fürs Zahnfleisch aggressiver und birgt ein höheres Potenzial, dass sich das Zahnfleisch zurückzieht, als bei einer Schallzahnbürste. Nun habe ich hier ja keine klassisch rotierend oszillierende Zahnbürste mehr in der Hand. Keine Genius, sondern die IO. Die hat ja eine neue Technologie. Die hat hier einen Magnetantrieb. Ich kann euch sagen, es war für mich sehr schwierig herauszufinden, was genau jetzt hieran anders ist als an der Genius. Ich habe sogar mit einem Vertreter von Oral-B gesprochen, der war bei uns in der Praxis, den habe ich mir mal vorgeknöpft. Der sollte mir mal erklären, was an dieser Zahnbürste jetzt anders ist. Was ist an diesem Magnetding anders? Wie ist die Bewegung anders? Und ehrlich gesagt konnte er es mir nicht wirklich erklären. Ich habe es mir dann selber mäßig hergeleitet, aber ich kann euch immer noch nicht hundertprozentig sagen, was anders ist, also nicht im Detail. Ich habe es mir jetzt aber hergeleitet. Es ist so, dieser Magnetantrieb bewirkt, dass die Bewegung schneller vonstatten geht und etwas sanfter ist. Also die Bewegung ist sanfter und schneller. Und dabei soll sie noch irgendwie pulsieren. Von diesem Pulsieren merke ich ehrlich gesagt nichts. Wenn ich sie vergleiche mit einer Genius oder einer herkömmlich rotierenden, oszillierenden, merke ich, dass die Bewegung schneller ist und dass es sanfter ist. Wenn ich sie also vergleiche mit einer herkömmlichen Genius oder einer rotierend oszillierenden,
Dann würde ich sagen, ist diese Zahnbürste definitiv besser, weil sie sanfter ist als eine Genius. Sie ist aber nicht so sanft wie eine Schallzahnbürste. Deswegen würde ich immer noch eine Schallzahnbürste vorziehen. Dann in dem Zuge komme ich einmal auch kurz auf die Stufen zu sprechen. Diese IO, ich habe die Serie 9, die hat auch ein super Sensitivprogramm. Ist bei den Serien unter 8 nicht vorhanden. Also ab Serie 8 habt ihr dieses super Sensitivprogramm. Das würde ich euch auch empfehlen. Also ich persönlich würde kein Programm nehmen, was intensiver ist als das, weil das bei dieser Zahnbürste schon sehr intensiv ist. Deswegen, wenn ihr mich fragt, ist es besser als eine Genius? War das jetzt eine tolle Erneuerung? Im Vergleich zur Genius würde ich sagen, ja, weil sie hat dieses super Sensitivprogramm, sie hat insgesamt eine sanftere Bewegung und zusammen mit dem sanften Bürstenkopf würde ich sagen, ja, ich würde diese einer Genius vorziehen. Also wenn ihr jemand seid, der unbedingt eine rotierend oszillierende Zahnbürste benutzen möchte und mit einer Schallzahnbürste nicht zurechtkommt, dann würde ich diese IO 8 oder 9 der Genius vorziehen, auf jeden Fall, weil sie sanfter ist. Wenn ihr mich fragt, würde ich sie auch einer Schallzahnbürste vorziehen, müsste ich sagen, nein, ich persönlich nicht, ich bleibe bei meiner Schallzahnbürste. Dann gibt es bei dieser Serie 9 ja noch zusätzlich das Zungenreinigungsprogramm. Wenn ihr mich fragt, ob man das braucht, nicht unbedingt, weil man auch mit einem anderen Programm seine Zunge reinigen kann. Man braucht nicht unbedingt dieses Zungenreinigungsprogramm. Also generell muss man ja nicht unbedingt die Zunge reinigen. Wenn ihr es macht, kann man auch ein normales Programm dafür benutzen. Man kann sogar eine Handzahnbürste dafür benutzen. Man braucht nicht unbedingt so ein Zungenreinigungsprogramm. Es ist aber nice to have. Also wenn ihr es habt, ist gut. Das zählt auch dann 30 Sekunden runter, also ihr habt da einen Timer drin, 30 Sekunden könnt ihr eure Zunge reinigen. Es ist gut gemacht, es ist aber kein Muss. Was ich gut finde an der Zahnbürste ist, dass sie bereits in 3 Stunden voll geladen ist, also das ist wirklich fix. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie lange der Akku hält. Ich meine, es sind 14 Tage, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ich habe jetzt auch nicht mehr nachgeguckt. Das soll hier ja auch, wie gesagt, kein Technikvideo werden. Ich möchte es wirklich aus zahnärztlicher Sicht betrachten. Aber das muss man ja lassen. Der Akku ist gut, er ist in 3 Stunden voll geladen. Dann komme ich jetzt auf die App zu sprechen. Bei der App kann man alle möglichen Sachen einstellen. Also die ist wirklich umfangreich. Also technisch ist diese Zahnbürste wirklich sehr modern, auf einem sehr hohen Level. Und bei der App kann man zum Beispiel einstellen, in welcher Farbe das hier leuchten soll. Verschiedene Farben sind zur Auswahl. Man kann die Programme sortieren. Man kann sagen, das Programm benutze ich am häufigsten und das nach oben schieben. Dann wird das das erste Programm in der Reihe. Man kann auch Programme ganz rausschmeißen, die man überhaupt gar nicht benutzt. Also das finde ich echt gut. Das ist super gemacht. Außerdem auch eine große Neuerung an dieser Zahnbürste ist, dass man ein Schema, ein Zahnschema hat und man sieht eingezeichnet die Außenflächen, die Kauflächen und die Innenflächen. Beziehungsweise bei den Schneidezähnen eben nur die Außen- und die Innenflächen. Und dort sind überall so kleine Kreise. Wenn man jetzt die Zähne putzt, dann erkennt diese Zahnbürste über einen Sensor, wo man putzt. Ob an der Außenfläche oben, Außenfläche unten und so weiter. Innenfläche, sie erkennt halt, wo man putzt. Und dann verschwinden diese kleinen Kreise dort, wo man geputzt hat. Das soll einem helfen, dass man sehen kann, okay, ich habe jetzt wirklich überall geputzt, ich habe nichts vergessen. Diese Funktion funktioniert aber nicht hundertprozentig. Manchmal erkennt die Zahnbürste nicht, wo sie gerade ist, denkt, sie ist woanders, nimmt woanders die Punkte weg, wo man gerade gar nicht putzt. Also manchmal kommt sie durcheinander. Manchmal erkennt der Sensor nicht genau, wo man putzt. Das heißt, man kann sich nicht darauf verlassen. Ich denke, dass diese Zahnbürste mit dieser Funktion hilfreich sein kann für jemanden, der wirklich vorher kreuz und quer geputzt hat, um ungefähr zu sehen, habe ich jetzt wirklich ganz grob was vergessen oder einfach um eine richtige Reihenfolge ins Putzen reinzubringen. Dafür kann sie helfen, ja. Aber wenn ihr sowieso schon jemand seid, der ja der Reihenfolge nach putzt, dann bringt euch das nicht wirklich was, weil die Zahnbürste oder diese App kann euch nicht sagen, ob ihr auch wirklich alle Bereiche dieser Fläche geputzt habt. Habt ihr die Borsten richtig aufgelegt? Oder war sie nur, ja, hat sie nur einen gewissen Teil geputzt? Dann ist das auch eine
Eigenschaft dieser rotierend oszillierenden Zahnbürsten, dass sie nur dort putzen, wo die Borsten den Zahn berühren. Ich habe das bei Schallzahnbürsten ja schon erklärt. Schallzahnbürsten reinigen mechanisch, aber auch hydrodynamisch. Durch die Schwingung entstehen nämlich kleine Bläschen und die platzen an der Zahnoberfläche auf und führen auch ein bisschen dazu, dass die Zahnoberfläche gereinigt wird, auch dort, wo die Borste nicht den Zahn berührt, also etwas über die Borsten hinaus. Man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Ich würde trotzdem immer darauf achten, dass die Borsten überall gut den Zahn berühren. Aber falls es nicht so ist, ist es eher ausgeglichen. Ist es nicht ganz so schlimm, weil eben dieser hydrodynamische Effekt noch zusätzlich wirkt. Bei einer rotierend oszillierenden oder bei der IO gibt es keinen hydrodynamischen Effekt. Dort reinigt sie wirklich nur dort, wo die Borsten den Zahn berühren. Und dabei kann euch die App eben nicht helfen. Die kann nicht sagen, ob ihr die Borsten überall auf dem Zahn angesetzt habt. Mit so einer Zahnbürste muss man eine bestimmte Putztechnik machen, die sogenannte Sechskanttechnik. Das heißt, man muss sie nicht nur einmal außen auf den Zahn auflegen, sondern auch wirklich um die Kurve rum nach hinten und um die Kurve rum nach vorne. Das gleiche auf der Innenseite. Und somit entsteht ein Sechskant. Deswegen heißt es Sechskanttechnik. In meinem Video Richtig putzen mit der Curaprox Hydrosonic Pro habe ich euch ja auch gesagt, dass ihr am besten immer mit um die Kurve rumgeht. Das ist auch gut und wichtig und die Hydrosonic Pro hat einen sehr kleinen Bürstenkopf, womit das wunderbar geht. Deswegen habe ich es gesagt, würde ich so machen, weil es nochmal eine gründlichere Reinigung mit sich bringt. Aber man muss es bei einer Schallzahnbürste nicht zwangsläufig. Die eigentliche Putztechnik von einer Schallzahnbürste ist, dass du einfach nur gerade über die Zahnreihe gleitest. Es gibt einige Kritiker, die sagen, dass eine Schallzahnbürste deswegen in diesen Bereichen zum Zahnzwischenraum hin nicht so gründlich reinigt, weil man sie einfach nur gerade drüber gleiten lässt. Aber in der Praxis und aus meiner Erfahrung kann ich das nicht bestätigen. Ich habe auch mal eine Studie gelesen. Ich kann sie nicht wiederfinden, die Studie. Ich bin sowieso nicht der Mensch, der hier ständig irgendwelche Studien zitiert. Ihr kennt mich vielleicht mittlerweile. Aber jetzt nenne ich mal eine. Ich habe eine Studie gelesen. Da wurde eine rotierend oszillierende Zahnbürste und eine Schallzahnbürste jeweils dieser Patientengruppe einfach nur gegeben. Es wurde nichts dazu erklärt. Sie sollten einfach nur damit putzen und es wurde hinterher das Putzergebnis überprüft, ohne dass man den Patienten erzählt hat, wie man damit richtig zu putzen hat, ohne die richtige Putztechnik zu erklären. Und in allen Fällen haben die mit der Schallzahnbürste bessere Putzergebnisse gehabt als die mit der rotierend oszillierenden, weil man hier mit dieser Zahnbürste sich so genau an die richtige Putztechnik halten muss, sonst putzt sie einfach nicht. Und darauf will ich hinaus, deswegen habe ich so lange ausgeschweift. Das kann euch diese App trotzdem nicht sagen. Selbst wenn da diese kleinen Kügelchen verschwinden in der App, kann sie euch nicht sagen, ob ihr die Borsten überall aufgelegt habt. Und ich finde, die App lenkt einen eher ab. Eigentlich müsstet ihr vor dem Spiegel stehen, in den Spiegel gucken und darauf achten, dass ihr mit den Borsten überall die Zahnoberfläche berührt. Und zwar wirklich überall. Nichts auslasst, nichts vergesst, immer schön um die Kurven mit rumgeht. Das ist die richtige Putztechnik und das könnt ihr nur leisten, wenn ihr in den Spiegel guckt. Also ganz ehrlich, so viel bringt die App da nicht. Also fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Mein Endfazit zu dieser Zahnbürste ist folgendes: Wenn ich die Wahl habe zwischen einer Genius und der IO, würde ich die IO nehmen, ich persönlich, weil sie wirklich sanfter ist als die Genius. Wenn ihr diese Zahnbürste benutzt, würde ich persönlich nur im Supersensitivprogramm putzen, nur mit dem weichen Bürstenkopf und nur so, dass sie gar nicht leuchtet. Nicht, dass sie grün leuchtet, sondern dass sie überhaupt nicht leuchtet. So wenig Druck benutzen. Wenn ihr mich fragen würdet, würde ich eine Schallzahnbürste oder die IO verwenden, bleibe ich liebend gerne bei meiner Schallzahnbürste. Bei der Curaprox Hydrosonic Pro. Weil die einfach nochmal sanfter ist als die IO. Ich hatte euch ja gesagt, für mich muss eine Zahnbürste gründlich reinigen und sanft reinigen. Gründlich reinigen sie beide, sanft ist für mich die Hydrosonic Pro. Die Technik an dieser Zahnbürste ist zum gewissen Teil wirklich gut, zum gewissen Teil stößt die Technik an ihre Grenzen und man kann sich nicht darauf verlassen. Siehe die App und dieses Zahnschema, was da, ja,
einem helfen soll. Darum, um das nochmal einmal ganz klar und deutlich zu sagen, ich putze nicht mit dieser Zahnbürste, ich werde auch nicht damit putzen, weil mir das Risiko und die Gefahr mit meinem Zahnfleisch einfach zu groß ist. Ich bleibe bei meiner Hydrosonic Pro bei der Schallzahnbürste. Und das ist jetzt keine Werbung, ich werde hier nicht bezahlt dafür. Es ist wirklich meine ehrliche Meinung, meine persönliche, offene, ehrliche, unverbindliche Meinung. Ihr könnt euch gerne selber eure Meinung darüber bilden, aber ich möchte euch nur noch einmal darauf hinweisen, wenn ihr das Zahnfleisch einmal weggeputzt habt, dann kommt es nicht wieder. Also für mich ist es so, ich experimentiere nicht an meinen Zähnen und nicht an meinem Zahnfleisch, weil wenn Schäden da sind, dann ist es zu spät. Und eine Sache muss ich auch noch einmal sagen. Ich bin jetzt niemand, der so hypersensibel ist und deswegen so super sanft putzen muss und mit allem anderen nicht klarkommt. Ja, ich habe filigranes Zahnfleisch, deswegen passe ich auch besonders gut darauf auf, aber so geht es vielen. Kleine Notiz am Rande, Marc hat die Zahnbürste auch ausprobiert, bei ihm tat das Zahnfleisch auch weh. Und ich spreche hier wirklich auch aus der Erfahrung meiner Patienten in der Praxis. Meiner Erfahrung nach passiert es bei einer rotierend oszillierenden Zahnbürste auffällig häufiger, dass sich das Zahnfleisch zurückzieht, als bei einer Schallzahnbürste. Ja, dann bin ich mit diesem Video jetzt endlich am Ende angelangt. Ich mache selber 3 Kreuze, wenn es endlich veröffentlicht ist und von meiner To-Do-Liste abgehakt ist. Schaut aber gerne auch auf meinem Kanal noch einmal vorbei, schaut euch andere Videos an, zum Beispiel zu der Schallzahnbürste und wie man damit richtig putzt, zu Handzahnbürsten, Zahnpasta. Ich habe so viele Videos schon zum Thema Mundpflege gemacht. Ich verlinke euch auch ganz viele Videos noch einmal unten in der Beschreibung, die euch noch interessieren könnten. Schaut da gerne mal rein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat, ob ihr bereits Erfahrungen gemacht habt mit einer rotierend oszillierenden und auch einer Schallzahnbürste. Kennt ihr beide? Wie sind eure Erfahrungen, wenn ihr mit beiden schon mal geputzt habt und wenn ihr zum Beispiel von der rotierend oszillierenden auf die Schallzahnbürste gewechselt habt, wie sind eure Erfahrungen damit? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und drückt auch auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.